Cursebones. Lizardfang. Beastbone. Knochen, bist du zuständig? Das hilft mir allerdings immer noch nicht bei den Säulen hier. Die wegzukriegen. Vielleicht, wenn ich das Ganze rumdrehe. Nein. Weil da wären Pfeile, die ich gerne hätte. Oh, wenn ich nur einfach auf der jeweiligen Seite die unten lasse und... Nein, bringt auch nichts. Die beim Würfel müssen unten sein. So, dann bleibt wenigstens mal das Tor offen. Jo. Gut, damit wäre der Teil schon erledigt. Ich sollte das markieren. Buch. Säule. Nicht Saule. Säule. Und da Pfeile. Säule. So. Ich könnte hier runterspringen. Ich könnte... Da oben kann ich nicht lang. Oder ich könnte mich hier mit den Spinnen anlegen. Hier kann ich ruhig mal offen lassen. Games as Fox will not help you here. You have to jump across little insects. Also ich glaube, das Little Insects hat... ist auf mich bezogen. Okay, folgende Schritte. Erstmal zauberst du neues Licht. Du zauberst eine Recovery. Dann speichere ich nochmal LP013 drüber. Und dann springen wir einfach mal da runter, würde ich sagen. Hallo Spinnchen. Okay. Das ging. Gerade so. Ach du meine Güte. Hi. Okay, die Generation ist ausgelaufen. Erz. Erz wiegt ein bisschen was. Du bist eine Leather Cap und eine Handaxt. Ja, die dicke Spinne da, die macht mir schon ein bisschen Angst. Verkehrt herum. So. Zum Glück scheint sie uns noch nicht bemerkt zu haben. Ein Level-Up für die Feuermagierin. Das heißt, sie kriegt jetzt mal 2 Punkte mindestens im Fire Magic, damit sie Feuerpfeile verzaubern kann. Am besten alles im Fire Magic erstmal. So.
Feuerpfeile. A bundle of fire. Achso, die muss ich am Mauscursor tragen. Probieren wir das doch gleich mal. Also die hier. Und jetzt habe ich Fire Ammunition. Ah, sehr schön. Jedenfalls kurzzeitig. Das reicht noch für einen Blitz. Und ein Level für Tarion. Gut, was gebe ich bei dir? Du hast erstmal hier alle Zauber. Erdzauber hast du noch keinen einzigen. Und Luftzauber... hast du leider nur den Schockspell. Erde will ich ja eigentlich ungern geben, weil... für was Erde? Ich gebe lieber hier und hier zwei Punkte, dass er besser wird. Ich meine, Erde kann ich dann geben, wenn ich auf etwas Unglaubliches stoße. Einen Pilz, den wir zur Not essen können. So, jetzt heißt es Wände abgucken. Ah, Bingo Teleporter. Also, ja. Da geht's wieder runter. Au. Fizzle? Das ist doch der richtige. Achso, der ist unter Eis. Ja. Jo. Habe ich mich verklickt gehabt. Kann ich die eigentlich belasten? Ja. Toll, was auch immer die beiden Druckplatten machen. Ich wurde schon mal wieder angelogen. Gut. Hier ist nichts. So, jetzt habe ich in alle Richtungen geworfen, in die ich werfen konnte. Da ist eine Truhe, zu der ich gerne würde. Und da geht's nur wieder runter. Autsch. Auch. Ups. Gut. So, einmal Recovery wieder einschalten.
Übrigens, was, wenn ich da was reinlege? Ja, Tatsache. Lass ich mal das Erz da drin liegen. Sicher ist sicher. Jetzt muss ich das Spielchen hier spielen. Ja. Oh, hatten sogar noch getroffen. Und der Recovery-Spell ist Spell, ja. Der Recovery-Spell ist echt nicht unnütz, muss ich sagen. Oh, hi. Habe ich jetzt sonst wo was aufgemacht? Das Erz nehme ich jetzt vorläufig mal wieder mit. Wie auch die ganzen Waffen hier. Für den Fall, dass ich sowas nochmal machen muss. Ach, hi. Ja, dich bekämpfe ich lieber von der anderen Seite, wo ich einfach vor- und zurücklatschen kann. Da musst du mir nämlich nicht so viel aus. Nicht vergessen, wir sind hier im Labyrinth der Lügen. Also so viel dazu, dass wir hier rüberspringen sollen. Jo. Okay, du bist ein bisschen nervig, weil wir dich irgendwie zu selten treffen. Wow, das Slash war gut. Und Level Up für unsere Schurkin. Missile Weapons oder erstmal Dodge? Ich würde dir gerne mal Light Weapons verpassen, also ja, Dodge. Dann kriegt sie jetzt erstmal mehr Evasion durch ihren Cloak. Was gut ist. Kriegt sie jetzt 4 statt nur 3. So, das hat hier wieder irgendwo was geschlossen. Das hat auch was geschlossen. So, hat das hier irgendwo was geschlossen? Sind da noch mehr? Hier scheinbar nicht. Oh. Da war auf jeden Fall ein Schalter. Ah. Oh. Hallo, Fliegeviecher. Ich glaube, ich habe gerade hinter uns noch einen Schalter gesehen. Pfeile? Nein, da war auch doch kein Schalter. Da ist jetzt was aufgegangen. Was bist du? Oh, du bist was Giftiges. Das ist weniger schön. Oh, das ist doch sch weniger schön.
Sperren wir es mal ein.